Hallo und herzlich willkommen zurück zur F1 2020, My Team Karriere hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Die nächste Runde führt uns nach Aserbaidschan, nach Baku, aber bevor wir ins Qualifying springen, ihr kennt es mittlerweile schon, sind wir natürlich noch ein bisschen im Teammanagement unterwegs und wir sehen gerade, ja, unser Nebensponsor Atlantic, der Vertrag ist ausgelaufen, wir können jetzt den Vertrag einfach erneuern, was ich sehr cool finde, gerade wenn man mal einen guten Sponsor hat, dass man daran festhalten kann. Jetzt gucken wir gerade mal, die Verträge für ein oder mehrere Sponsoren können erneuert werden, du kannst deine aktuellen Verträge erneuern oder über den Sponsorenbildschirm neue Partnerschaften beginnen. Ja, das ist jetzt die Frage. Wenn ich da auf Verwalten gehe, kann ich dann trotzdem erneuern? Und wenn ich jetzt erneuern, kann ich dann trotzdem die anderen angucken? Weil ich bin ja eigentlich zufrieden mit dem, aber ey, komm, wir testen es einfach aus, okay? Sonst wissen wir die Antwort wahrscheinlich nie. Deswegen, ich mache jetzt aber mal Verwalten. So. Und es kann ja sein, dass jetzt Atlantic, ja, ist immer noch da, ja? Und es ist immer noch das gleiche Ziel. Also ist schon mal gut. Und ja, viele von euch haben auch gesagt, man kann sortieren, ja? Das ist natürlich schlau, das habe ich nicht gesehen. Da sehen wir nämlich, wöchentliches Einkommen gibt es nämlich hier. Cassandre, schließe bei einem Rennen mindestens unter dem... Ja, genau, alles klar. Ja, das Atlantic natürlich schon echt ein Zug, aber Zielbonus ist halt krass. Also das Wöchentliche haben wir ja safe und Zielbonus ist halt krass, wenn man es schafft. Hier ist halt, das ist halt fast schon geschenkt mit diesen 75 Runden, weil das zählt ja auch für den Teamkollegen. So, was haben wir hier denn noch? Schließe einen Rennen ohne einen anderen zu kollidieren. Ja, ist auf jeden Fall möglich. Aber nicht immer. Vor allem nicht auch in Baku. Okay, wir gehen mal weiter. Die 10 Konzentrationspunkte an einem Rennwochenende. Ja, das ist zu krass. Also noch ist es zu krass. Besten 10 ab. Das haben wir ja schon. Ja, ich glaube, wir bleiben dabei. Das ist ein Top-Sponsor. Das passt schon. Interessant wäre jetzt halt, wenn ich es erneuert hätte, ob das dieselben Bedingungen sind oder gibt es halt so ein Bonus, wenn man immer am gleichen festhält oder sowas, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ist egal. Das sollte erstmal so passen. Und ja, kurz nochmal zurück zur Übersicht. Das PXA-Logo fanden richtig viele ganz geil, dass ich das reingebracht habe. Und ganz viele haben natürlich jetzt auch gefragt, wie macht man das? Kannst du das erklären? Es ist ein bisschen komplizierter. Also es kommt natürlich darauf an, wie man sich schon damit auskennt mit F1-Modding. Wer in der Vergangenheit schon in den F1-Teilen immer mal ein bisschen so einen Helm reingemoddet hat oder eine Lackierung oder irgendwas, der wird sich das wahrscheinlich selber zusammenreimen können. An all die anderen, die gar keine Ahnung haben. Ich muss mal überlegen, ob ich irgendwie so ein Tutorial-Video mache oder so, wo ich das wirklich Step-by-Step erkläre. Im Prinzip bräuchtet ihr halt mehrere Programme und ganz wichtig ist schon mal, ihr braucht, wenn ihr euer eigenes Logo reinbringen wollt, braucht ihr halt auf jeden Fall Photoshop. Ja, also ohne das geht's auf jeden Fall nicht. Wenn ihr das nicht habt, dann ist schon blöd. Ja, des Weiteren ist es so, bei dieser eigenen Logo-Geschichte, es kommt halt auch drauf an, wie viel Farben hat das Logo. Wenn es nämlich mehr als 2 Farben sind, dann muss man das schon wieder anders tricksen und so weiter. Ich habe es jetzt halt auf 2 beschränkt, dann kann ich auch die Ingame-Farben nutzen, bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist nicht so einfach, beziehungsweise es kommt so ein bisschen drauf an, wie euer Kenntnisstand ist. Aber ja, ich würde prinzipiell gerne euch mal so ein Tutorial-Video machen. Ich kann aber auch noch nicht sagen, wann ich das mache und wie ich das mache. Wenn ich es mache, dann mache ich es richtig schön ausführlich. Und dann erkläre ich das auch mal. Und ja, soweit. So gut, ansonsten einfach der Hinweis, wenn ihr irgendwie so originale Logos reinbringen wollt, wie ich ja erwähnt habe, ein Porsche-Logo zum Beispiel, Braun GP, und es gibt so viele Logos schon, checkt auf jeden Fall einfach racedepartment.com aus. Da gibt es so viele Logos schon, da kannst du einfach das Ganze per Track and Drop ersetzen und dann hast du es auch in-game. Dann musst du da jetzt nicht groß irgendwie in den Spieldateien mit Zusatzprogrammen da reinfuchsen und so weiter und so fort. Also deswegen, das ist schon mal der Vorabhinweis von meiner Seite. Wenn ihr da irgendwelche, ja, bekannten Logos reinhaben wollt, dann so. Wenn ihr euer ganz eigenes Logo drin haben wollt, wie ich jetzt, dann, ja, müsst ihr euch halt noch ein bisschen gedulden oder so. Ja, jetzt aber weiter im Text. Wir können ein bisschen wieder forschen und das machen wir natürlich auch. Es muss ja ständig vorangehen. Das läuft noch. Können wir überhaupt? Nee, Abteilung ist ausgelastet, aber bei der Aero können wir noch ein bisschen was machen. Motor natürlich prinzipiell auch, aber ich würde jetzt gerade mal gucken, was haben wir denn hier Schönes? Wir könnten jetzt wieder Frontklappen machen. Wir könnten auch Querlenker. Ist wieder für den Luftwiderstand nicht schlecht. Vielleicht machen wir erst das und dann... Ja, ich würde halt fast beide Teile gleichzeitig immer haben. Ich will, dass die Balance dann nicht so kaputt geht, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ja, wir machen jetzt erstmal den Luftwiderstand. Das ist auch nie verkehrt, sage ich mal, dass es uns nicht so ausbremst. Da sehen wir jetzt auch, das wird dann aber erst nach Kanada fertig. Aber ist egal. Passt schon. Machen wir. So.
Entwicklung ist am Laufen. Dann Einrichtung. Wir haben jetzt ein bisschen Geld wieder gescheffelt. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, bei uns selber, beim Fahrer, können wir, glaube ich, hier sind wir. Nee, wo sind wir denn? Ich bin. Da bin ich ja. Da können wir nichts machen, ne? Genau. Wir müssen auf Stufe 8 kommen. Das sind wir ja noch nicht. Jeder Bonus kommt dir selbst und deinem derzeitigen Team zugute. So, aber Einrichtung können wir. Bei zukünftigen Verhandlungen für die Teams attraktiver. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier auch mal die Ressourcenerzeugung auf die erste Stufe, dass wir das immerhin mal überall haben. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Und Marketing, da müssen wir halt mal noch gucken. Kann ich mir jetzt aktuell nicht leisten, aber das auch so ein bisschen, das ein bisschen nach oben geht, weil das bringt uns ja auch überall wieder was. Mehr Ansehen, mehr bessere Sponsoren und so weiter und so fort. So, wir gehen jetzt erstmal in die Aktivitäten. Wir haben ein bisschen Zeit bis zum Wochenende. Deswegen gucken wir mal, was wir hier Schönes machen können. Zweiter Fahrer wieder. Ihr wisst, da bin ich aktuell noch nicht so drauf gezielt. Der eigene Fahrer können wir pushen. Zweiter Fahrer können wir da zwar auch irgendwie pushen. Okay, das ist richtig krass. Zweiter Fahrer, PR-Training. Gibt Geld und bringt dem Fahrerwert was. Aber warum meinem Fahrerwert, wenn der zweite Fahrer steht? Eigentlich müsste das ja bei ihm. Na, ist egal. Strapazierfähigkeit können wir und Teamaufbau kostet uns ein bisschen Geld. Okay, ich würde sagen, wir machen mal das. Wir machen das und dann haben wir nur noch 2 Tage. Dann machen wir halt eben das noch, auch wenn es ein bisschen Geld kostet. Aber dann haben wir das perfekt ausgenutzt. Und dann würde ich sagen, ziehen wir mal ein bisschen durch. Und je nachdem kommt ja jetzt nochmal vielleicht ein bisschen Geld rein. Und dann können wir vielleicht sogar auch noch die andere Forschung machen. Okay, ja, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Ah, okay. Ja, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Was wurde denn geforscht? Ich krieg's schon gar nicht mehr mit. Ja, aktuell sind wir wieder ein bisschen abgerutscht, sehe ich. Wir sind jetzt nur noch wieder viertstärkste Kraft. Alfa Romeo ist richtig nach oben geschossen, wie man hier sieht. Wenn wir da jetzt mal hier sehen, wir die richtige Übersicht. Okay, die sind richtig nach oben. Wir haben zwar 2 Teile noch in Entwicklung, aber trotzdem, okay. Ja, was ist denn jetzt gerade fertig geworden? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Was hatten wir denn noch in der Forschung? Achso, die Strapazierfähigkeit. Ja gut, die ist jetzt nicht ganz so wild. Die bringt uns natürlich jetzt nicht so nach vorne. Sei es drum, wir haben aber ein bisschen Geld jetzt noch gemacht in der Zeit. Und ich würde sagen, wir investieren jetzt einfach mal hier rein. Die positiven Auswirkungen von Teamaktivitäten werden leicht erhöht. Finde ich okay. Wir sind dann zwar preis- oder geldtechnisch jetzt ein bisschen am Minimum, aber dann haben wir es schon mal. Ja, dann dauert es zwar ein bisschen, am Hungertuch nagen ist jetzt nicht so schlimm, ist egal. Das passt schon. So, ja, und dann steht der große Preis von Aserbaidschan beim Baku City Circuit an. Eine Strecke, wie schon gesagt, bei Monaco, die mir gegenteilig zu Monaco viel, viel schlechter liegt. Jetzt gucken wir mal, wie sie mir bei dem Teil liegt. Sie lag mir tatsächlich in F1 2016, war das? Oder 2017? Ich weiß schon gar nicht selber mehr. Da lag sie mir richtig gut. Dann aber irgendwie nicht mehr. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es bei 2020 ist. Vielleicht liegt sie mir ja jetzt wieder gut. Wir werden es rausfinden. Ich werde jetzt aber erstmal ein bisschen trainieren. Das kriegst du aber allerdings nicht mit, deswegen siehst du jetzt gleich einen richtig gut trainierten, hoffe ich doch, Ray beim Quali wieder. Deswegen, ja, auf zum Qualifying. So, da sind wir an der Strecke angekommen, stehen in der Box und natürlich gucken wir zuerst wieder einmal aufs Setup hier und ja, wie ich es mir eigentlich schon fast gedacht habe, ich habe mich super schwer getan hier auf dem Baku City Circuit, also komplettes Kontrastprogramm zu Monaco, die Strecke liegt mir einfach seit ein paar F1-Teilen nicht, ich möchte jetzt, keine Sorge, zu viel Negativität streuen, ich möchte dir einfach nur so ein bisschen meine Trainings ja, Erfolge so mitgeben. Erfolge kann ich es nicht nennen. Ich habe nicht mal alle Trainingsprogramme geschafft, was schon mal kein gutes Indiz ist. Vom Setup her kann ich eigentlich auch nur sagen, es ist ein Setup der riesigen Kompromisse, gerade wenn wir mal hier auf die Aero gehen. Am liebsten wäre ich hier echt 3-4 gefahren. Funktioniert im Hotlap Hotlappen auch super gut. Gerade auf dieser langen Gerade holt man da super viel Zeit raus. Auch im Rennen wäre das wahrscheinlich super geil. Aber das kostet uns zu viel Reifen. If you find yourself getting understeer, then you're not getting enough grip from the front tires. It could mean that the car isn't being allowed to lean on the tire, possibly caused by a front suspension that's too stiff, or maybe the front wing isn't producing enough downforce.
Ja, und Jeff sagt sogar eigentlich schon fast, genau, also dann haben wir ein bisschen Reifenproblem, Gripproblem, gerade im Mittelsektor und ja, deswegen habe ich dann mal hier mit 4-5 probiert und ich bin jetzt tatsächlich gerade im Moment des Qualifyings sogar auf die Entscheidung oder habe ich mich jetzt entschieden sozusagen auch wirklich nochmal eins draufzulegen. Wir verzichten halt wirklich hier auf ein bisschen Topspeed, damit wir halt einfach im Rennen, also das ist jetzt wirklich fürs Rennen, fürs Quali hätte ich jetzt das hier gewählt. Ich will jetzt aber das hier einfach fürs Rennen. Wir brauchen einfach diesen zusätzlichen aerodynamischen Grip, um die Reifen nicht zu sehr zu strapazieren, auf den Long Run, dass wir da gut aufgestellt sind, dass wir im Mittelsektor nicht, ja, komplett untergehen. Ja, also es ist wirklich ein Setup der Kompromisse. Insbesondere, wenn wir da ganz schnell mal zur Radaufhängung rübergehen. Wir müssen unbedingt forschungstechnisch was am Chassis tun. Ich meine, ich weiß ja, wie sich zum Beispiel hier ein Red Bull, ein Mercedes, ich meine, das sind die Spitzenteams, aber ich weiß ja, wie die sich hier fahren im Spiel. Ich weiß nicht auch, wie sich ein Alpha Tauri fährt hier im Spiel oder ein Renault oder ein McLaren. Und das, was wir hier haben, ist einfach boah, total instabil beim Rausbeschleunigen. Und hier ist halt Rausbeschleunigen super wichtig. Das werden wir dann später in Singapur auch nochmal ganz, ganz hart haben. Oder in Monza zum Beispiel. Wir müssen da unbedingt, also Chassis ist jetzt gerade so nach diesem Training, sage ich mal, das ist jetzt echt Priorität Nummer 1, was wir forschen müssen. Aero, schön und recht, mit den zwei Flügeln, das ich gesagt habe, aber Priorität muss jetzt Chassis sein, weil ich muss hier schon wieder auf so viel verzichten, was mir wieder super viel Speed kostet in den Kurven. Das kann es nicht sein, also ja, mal gucken, also erwartet definitiv nicht das, was in Monaco passiert ist, sondern eher das Gegenteil. Ich rechne sogar eher damit, dass wir hier ja, vielleicht sogar, also wir werden in Q1 wahrscheinlich rausfliegen. Ich bin nur realistisch, ich versuche natürlich mein Bestes, aber so ist es nun mal. Beim Rest, ja, wir fahren hier keinen Sturz oder den wenigsten Sturz, die wenigste Spur, wir brauchen es hier einfach nicht. Hier auch sehr, sehr wenig Diff beim Gas, mehr aber bei der Bremse, einfach um das Ding stabil zu halten. Dadurch können wir auch wieder eine 50% Verteilung fahren. Ja, ein bisschen weniger Reifendruck schadet definitiv nicht. Ja, ich glaube, ich speichere das Setup einfach auch mal so ab, wie es ist. Das 10er ist so das, was ich am liebsten gefahren wäre. Das 11er fahren wir jetzt. Also das 10er, das wäre halt mit weniger Flügel, härteres Fahrwerk, beziehungsweise Fahrzeug deutlich tiefer im Schwerpunkt und so weiter und so fort. So, wir tacken ein bisschen ab. Und aber immerhin eins habe ich hinbekommen. Ja, hier die richtigen Reifen zu wählen. Also wir haben jetzt nicht mal die weichen Mischungsset am Wochenende mit am Start. Und deswegen haben wir ganz viele Versuche und deswegen labere ich nicht lange drum rum. Wir versuchen es einfach mal und dann sehen wir ja, was am Ende rauskommt. Wir gehen zur Strecke, jawohl, Parc Fermé und rausfahren. Ja, also, schauen wir mal, was es wird. Also ihr merkt schon, ich bin nicht so wahnsinnig euphorisch wie in Monaco. Einfach aufgrund der Trainingsergebnisse, aber jetzt schauen wir einfach mal. Ja, und ich war wieder ganz schlau. Ich habe vergessen, die Motorteile zu wechseln. Allerdings dürfte das nur der Energiespeicher sein, den wir jetzt vergessen haben. Vielleicht könnten wir den sogar noch... Nee, okay, den tauschen würde zu viel Zeit kosten. Fürs Rennen mache ich es dann. Also wir können ja da kurz mal drauf switchen. Das ist nur der Energiespeicher ES, der über 50% ist. Deswegen haben wir nicht ganz 100% Akku, aber nur 97%, aber ist egal, das macht jetzt die Kohlen auch nicht fett. So, wir werden ganz früh schon hochschalten müssen, weil die Gerade so übelst lange ist. Deswegen gehen wir jetzt schon mal hier aufs Maximum. Und jetzt gibt es gleich den ersten Versuch hier. Feuer frei.
war zu schnell. Oh je. Ich meine, jetzt der Kurvenbereich fühlt sich da schon mal alles viel besser an mit den Flügeln. Ich meine, ich habe das ja getestet im Training. Wie gesagt, jetzt fürs Quali vielleicht nicht das beste Setup, aber fürs Rennen hoffe ich halt, dass die Reifen dadurch mir ein bisschen besser halten und es angenehmer ist. Ja, mal schauen. Wie gesagt, alles voller Kompromisse, aber das muss man halt machen, wenn das Fahrzeug halt von sich aus schon nicht das Beste hergibt, dann kannst du durchs Feintuning auch nicht immer das Beste rausholen. Sagt man so schön, ein ungeschliffener Diamant kann man natürlich schleifen mit dem Feintuning, aber ein Stück voll Kohle kannst du schleifen, wie du willst, wird auch kein Diamant raus. Da musst du schon ein paar Millionen Jahre mit ganz viel Gewicht drauf rumstehen, wenn du das möchtest. Und ja, so viel Zeit haben wir leider nicht. Ja, das wird keine gute Zeit. Nee. 42. Oh mein Gott. Schlechter als Latifi, schlechter als ein Williams. Gut, da war auch ein guter Fahrfehler drin, aber trotzdem. Puh. Status-Teamkollege. Status-Teamkollege. Der ist 1,7 Sekunden schneller. Sorry, da muss ich mal mit dem Mund ein bisschen Luft rauslassen. Alles klar, also so viel hat der Fehler auch nicht gekostet. Uff. Okay, das ist heftig. Das ist heftig. Das ist ja mal ein richtiger Schlag ins Gesicht. Uff, uff, uff. Uff, uff, uff. Fahrer vor mir. Latifi is ahead of you. Their best lap time is a 1:41.4. Okay, der ist noch in Reichweite. Also mindestens die Williams schlagen irgendwie. Aber wenn unser Teamkollege uns schon so wegrasiert, habe ich mich so vertan im Setup. Uiuiuiui. Ja, das ist jetzt mal gar nicht gut. Ja, wir fahren rein, direkt wieder raus und dann, wir gucken uns mal kurz Sektorenzeiten an. Ich meine, ich habe im ersten Sektor, ist klar, da ist definitiv viel Zeit. Ja, und wie gesagt, normalerweise würde ich hier lieber mit dem 3-4er-Flügel fahren. Lässt er mir halt aber nicht zu. Sonst würde es mir die Reifen wegglühen. Und der Mittelsektor ist auch die Qual. Deswegen habe ich 4-5 probiert. Hat auch nicht so geklappt. Und wie gesagt, jetzt halt mal mit der Einstellung. Aber schwierig, ey. Schwierig. Ja, ich bin gerade echt am Überlegen, was ich mache. Klar, Kurve 2 verkackt, aber sonst habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich so wahnsinnig viel Fahrfehler drin hatte. Ey, ich muss die Strecke echt nochmal üben oder so. Also, anscheinend liegt mir Baku halt echt gar nicht, ey. Ich weiß es auch nicht. Oh, jui. Letzter, ey. Also gucken wir mal. Ja, selbst im Mittelsektor trotzdem noch 6 Zehntel langsamer, ey. Und letzter Sektor auch voll langsam. Es ist einfach nicht gut. Es ist einfach nicht gut. Verdammt. So, egal, wir gehen direkt wieder raus. Checks complete. We're ready.
Das Einzige, was ich nochmal probieren könnte, wäre vorne nochmal einen Flügel wegzunehmen. Dass wir mit 4-6 fahren. Das mache ich, glaube ich, im Drittversuch, wenn ich den schaffe, noch den Drittversuch. Jetzt gucken wir einfach mal. Also auf jeden Fall die erste Kurve, die zweite Kurve gut hinkriegen. Dann gucken wir mal. Ja, tut mir leid, wenn das dir so ein bisschen weinerlich rüberkommt. Ich bin aber tatsächlich eher nur ein bisschen fokussiert und am Überlegen, wo lasse ich die Zeit liegen, wo kann ich sie rausholen. So, nochmal neuer Versuch. Könnte vielleicht auch sogar schon der letzte sein. Oder hätte ich es jetzt doch mit 4-5 probieren müssen. Aber ich glaube halt im Rennen hätte ich echt Riesenprobleme. Naja, jetzt egal. Jetzt ändern kann ich es nicht mehr und ich stehe dazu. Falscher Gang. Der Eingang, die Burgpassage nicht richtig erwischt. Wir haben schon mal eine Sekunde im Delta. Trotzdem. Nicht das Wahre. Immerhin schon mal vor. Ups. Vor den beiden so jetzt. Boah, nee, das schafft man nicht mal nochmal eine Runde zu fahren. Verdammt. Okay, ja, dann war's das. Oh je, das ist ja. Fahrer hinter mir. Der ist dieselbe Zeit gefahren. Das heißt, wenn der jetzt nochmal nachlegt, dann kann das trotzdem sein, dass ich hier letzter bin. Aber wisst ihr was, was wir jetzt machen? Einfach, wir nutzen jetzt einfach diese schlechte Leistung meinerseits und ordern einfach nochmal komplett neue Teile. Nochmal gut neues Getriebe ist egal, das bringt mir nichts, aber neue Motorteile und die haben wir dann einfach auf Reserve. Und dann haben wir vielleicht gegen Ende der Saison, sind wir vielleicht froh drum. Das habe ich in der 2019er Saison, beziehungsweise in F1 2019 in der ersten Saison mit McLaren auch gemacht. Da lief es ja auch überhaupt nicht. Wobei dort lag es ja eher daran, dass das Fahrzeug einfach keine Power hatte. Power haben wir ja, aber wir haben halt ja ein Chassis-Problem, würde ich sagen. Allerdings Boccolacci kriegt es irgendwie hin, ich nicht. Und das ist
gibt mir halt gerade zu denken. Also es tut mir leid, dass ich heute diesmal nicht so happy aus der ganzen Geschichte rausgehe wie halt in Monaco. Aber ich finde, sowas gehört auch dazu. Und ihr kennt mich oder solltet mich so kennenlernen, dass ich immer so bin, wie ich eben bin. Und das gebe ich auch so wieder. Das heißt, meine Emotionen lasse ich freien Lauf. Ich schreie, wenn es mir nicht gefällt. Ich schreie aber auch, wenn es mir gefällt. Nur anders. Also bei mir ist volles Emotionsprogramm dabei. Ich bin ein emotionaler Mensch und das gebe ich in diesen Let's Plays auch wieder. Und wenn es halt mal nicht so läuft, dann bin ich halt nachdenklich, bin am Überlegen, bin am Grübeln. Und auch das gebe ich natürlich weiter. Meine Gedanken sollen auch dir teilt werden. Und ich finde, solche, naja, nicht so guten Momente muss es auch mal geben. Dann sind die umso tolleren Momente umso schöner. Ja? Und ja, ist jetzt halt mal ein Tiefschlag. Daraus muss man jetzt das Beste machen im Rennen. Einfach mal gucken, was geht. Wie gesagt, ich denke mal, dass ich unabhängig davon, was jetzt die Williams machen, mir einfach neue Teile order. Dann gehen wir einfach mit frischen Teilen auch an den Start. Und dann haben wir gegen Ende der Saison wieder ein bisschen Reserve. Und ja, das können wir uns ja schon mal merken. Wenn dann die zweite Saison am Start ist und wir wieder hier zurückkehren, wäre es natürlich dann interessant zu sehen, ob dann halt diese Steigerung da ist oder halt eben nicht. Ja, Zeit ist jetzt eh gleich vorbei und dann gucken wir mal, wie es war jetzt nochmal von den Sektoren. Ja, erster Sektor deutlich besser, zweiter auch. Ja, der letzte da, der war jetzt halt nix. So far our fastest lap. So, das können wir überspringen. Oh Gott, ich glaube, wir sind letzter, oder? Nee, nicht ganz. Latifi ist noch ein bisschen langsamer, aber trotzdem. Ja, das war ein Satz mit X. Oh, okay. Ja, komm, das machen wir jetzt nämlich noch mit in die Folge. Normalerweise mache ich jetzt hier Schluss, aber da können wir jetzt auch nochmal zurückgehen. Oh, ein Interview. Nehmen wir das auch nochmal. Ein toller Tag. Ja, nee, klar. Glauben Sie, lag es, dass Sie heute nicht so schnell waren wie Ihr Teamkollege? Er ist immer ein talentierter Fahrer. Also nochmal ansehen. Ich habe ein paar Fehler gemacht und er fuhr beständiger. Ja, nee, komm. Ja, ja. Ja, komm. Ja, ich bin mal ein Arsch. So. Sie werden das Rennen nicht an der Spitze beginnen. Ist das Grund zur Sorge? Ach. Ja, ja, passt schon. Danke für den Kommentar. Ja, das ist jetzt natürlich schwierig. Ja, das habe ich natürlich verloren, das ist klar. Auch das sieht nicht so gut aus. Ja, was machen wir denn da? Also wie gesagt, das machen wir jetzt noch gemeinsam. Wir ordern die Teile. Ich bin nur gerade am Überlegen. Ich glaube, meine Idee wäre im Rennen, mit dem 5-6er Flügel zu starten. Das war Pech. Nicht ganz da, wo wir im Grid sein wollen. Ja, ob es Pech war, es war vielleicht auch Unvermögen. Das Ende der Welt. Ne, das denke ich auch nicht, dass es das Ende der Welt ist. Wir gehen positiv ran. Wir nehmen es jetzt einfach mit. Wir ordern, wie gesagt, jetzt einfach nochmal neue Teile. Joa, Gridblattschafe, bla bla bla. Die eine Position macht die Welt auch nicht. Und beim Getriebe nehmen wir jetzt halt auch ein neues, was soll's. Und ja, dann machen wir einfach das Beste draus, wie gesagt. Nutzen einfach dieses Ergebnis. Ich gehe trotzdem positiv an die Sache ran. Gucken wir mal, im Rennen ist nochmal was anderes. Und vielleicht ist ja diese Taktierung richtig und am Ende sind die Reifen dann einfach in einem besseren Zustand. Und dementsprechend kann ich vielleicht dann immer gegen Ende des Reifenzyklus vielleicht nochmal pushen oder so. Wir werden es rausfinden. 26 Runden werden wir dann fahren in der nächsten Folge. Ich würde mich riesig freuen, wenn du auch mit dabei bist. Und ja, sorry an der Stelle, dass es diesmal halt nicht so lief. Aber wie schon gesagt, ich finde, das gehört auch dazu. Und auch das gebe ich dir ungeschnitten, wie auch immer, wie man das nennt, ungeniert, wie auch immer, weiter. Ja, gucken wir mal, was passiert, wie gesagt, und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Zumindest mal würde ich mich riesig freuen, wenn du da dabei bist. Über ein Däumchen nach oben würde ich mich auch trotz dieser blamablen Leistung freuen, aber wie gesagt, das zeigt ja auch nur, dass ich auch zu sowas stehe und dementsprechend, ja, schauen wir mal. Ich mache jetzt aber trotzdem Schluss. Also,
Mach's gut, bis dann. Ciao.